Die Buchhaltung der ÖVP, eine Tragödie in der Steiermark, ein heftiger Wirbelsturm und eine Reihe an Niederlagen für Boris Johnson. Das sind die Themen, die uns diese Woche in den Nachrichten beschäftigt haben. Und wie jeden Freitag fassen wir die Woche zusammen. Herzlich willkommen zu Ihrem KRONE TV Wochenrückblick in der ersten Septemberwoche. In der Innenpolitik ist diese Woche natürlich die Causa um die interne Buchhaltung der ÖVP im Mittelpunkt gestanden. Die Wochenzeitschrift Falter hat diese Woche einen Artikel veröffentlicht, in dem sie der ÖVP vorwirft, Ausgaben für den Wahlkampf zu verschleiern, in dem bei der Buchhaltung getrickst wird. Das geht angeblich aus internen ÖVP-Dokumenten hervor, die dem Falter vorliegen. Auch heuer soll die Partei wieder vorhaben, die gesetzliche Kostenobergrenze zu sprengen, heißt es da. Parteichef Sebastian Kurz hat das alles heftig dementiert. Die ÖVP hat außerdem bekannt gegeben, dass es einen Hackerangriff auf ihre Server gegeben habe und so die Dokumente ans Licht gekommen seien. Die Partei hat außerdem rechtliche Schritte gegen den Falter angekündigt und eine Journalistin vom Falter wurde aus der Parteizentrale hinausgeworfen, als sie zu einem Hintergrundgespräch kommen wollte. Im Tiroler Asylskandal hat sich Soziallandesrätin Gabriele Fischer diese Woche geäußert. In Tiroler Asylheimen sollen ja mehr als 600 gravierende Vorfälle und Übergriffe stattgefunden haben, die der Öffentlichkeit verschwiegen wurden. Gegen 110 Personen musste ein Hausverbot erlassen werden. Außerdem dürften unerlaubterweise Heimbewohner als Securities eingeteilt worden sein. Die Vorwürfe, es hätte mehr als 600 Blaulichteinsätze in Einrichtungen der Tiroler sozialen Dienste gegeben, relativiert die Landesrätin. Schon eine Schriftstückzustellung durch die Polizei wäre in diese Zahl eingeflossen, meint Fischer. Außerdem betont sie, es gebe keinen einzigen Asylwerber, der in einer Tiroler Einrichtung als Security eingesetzt wurde. Man hätte die Leute lediglich beschäftigen wollen und sie unterstützende Aufgaben erledigen lassen. Für die FPÖ und die Tiroler Liste Fritz ist die Sache nach wie vor inakzeptabel. Sie werfen Gabriele Fischer vor, die Unwahrheit zu sagen. Inzwischen hat ein oberösterreichischer Landesrat der FPÖ für ordentlich Wirbel gesorgt. Im Interview mit der oberösterreichischen Krone hat FPÖ-Sicherheitslandesrat Wolfgang Klinger wörtlich gesagt, die Mischkulturen hätten auf der Welt bewiesen, dass sie nicht vorteilhaft wären. Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Heimbuchner hat zu relativieren versucht. Diese Aussagen fänden nicht die Zustimmung der Partei und man würde ein klärendes Gespräch führen. Auch die oberösterreichische Landesregierung hat sich distanziert. Ein entsprechender Antrag wurde von ÖVP, SPÖ und Grünen angenommen. Die FPÖ hat laut Antragsteller Rudi Anschober allerdings dagegen gestimmt. Landeshauptmann Thomas Stelzer von der ÖVP hat sich persönlich geäußert. Meine Politik steht für ein weltoffenes Oberösterreich. Die Aussagen von Landesrat Klinger lehne ich daher in aller Deutlichkeit ab, sagt er. Eine furchtbare Tragödie hat sich diese Woche in der Oststeiermark ereignet. Dort hat ein 19-Jähriger am Mittwochabend versehentlich seine Freundin erschossen. Er hat mit einer Flinte hantiert, als sich ein Schuss gelöst und seine gleichaltrige Freundin getroffen hat. Für die junge Frau ist jede Hilfe zu spät gekommen. Die Polizei geht von grob fahrlässigem Handeln aus. Der 19-Jährige musste aufgrund des Schocks ins Krankenhaus eingeliefert werden. Besonders tragisch, das Pärchen hat einen 3,5 Jahre alten Sohn. Wir schauen ins Ausland. Hurricane Dorian ist Anfang dieser Woche auf die Bahamas getroffen. Er hat Windgeschwindigkeiten von knapp 300 Kilometer pro Stunde erreicht. Dorian ist ein Wirbelsturm der gefährlichsten Kategorie und gilt als zweitschlimmster Atlantikwirbelsturm seit 1950. Auf den Bahamas hat er rund 30 Todesopfer gefordert, hunderte weitere Menschen werden noch vermisst und die Zahl der Opfer wird wohl noch steigen. Boris Johnson hat keine gute Woche gehabt. Zuerst haben die Abgeordneten in London am Dienstagabend erzwungen, dass das britische Unterhaus über einen Gesetzesentwurf zu einer möglichen Brexit-Verlängerung abstimmen kann. Für Johnson ist das eine krachende Niederlage. Er hatte ja immer betont, er wolle zum 31. Oktober den Brexit ohne Wenn und Aber durchsetzen und notfalls auch ohne ein Abkommen mit der EU. 21 Abgeordnete seiner eigenen Partei haben gegen Johnson gestimmt. Deswegen wollte Johnson dann Neuwahlen. Auch der Antrag wurde aber abgeschmettert und schlussendlich ist sogar sein eigener Bruder zurückgetreten und hat sich aus der Politik zurückgezogen.
Er könne den Konflikt zwischen Loyalität zu seiner Familie und dem nationalen Interesse nicht mehr ertragen, hat er als Begründung angegeben. Es lief also schon mal besser für Boris. Die Demonstranten in Hongkong hingegen hatten diese Woche allen Grund zum Jubel. Nach monatelangen Protesten will die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam den Entwurf für das umstrittene Gesetz für Auslieferungen nach China offenbar komplett zurückziehen. Dieser Gesetzesentwurf, der ohnehin bereits auf Eis gelegt war, hat ja die regierungskritischen Demonstrationen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion erst ausgelöst. Das Gesetz hätte Auslieferungen von verdächtigen Personen nach China erlaubt, obwohl dessen Justizsystem nicht unabhängig ist und häufig als Werkzeug politische Verfolgung benutzt wird. Und wir enden mit einer positiven Meldung aus der Heimat. Wien wurde vom Economist zum zweiten Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt der Welt erklärt. Und das gleich mit sagenhaften 99,1 von 100 möglichen Punkten. Insgesamt wurden 140 Großstädte hinsichtlich Kriterien wie Stabilität, Kultur, Umwelt oder Gesundheit verglichen. Nach Wien folgen Melbourne, Sydney, Osaka und Calgary. Das waren die großen Themen diese Woche und damit bleibt mir auch nur noch, Ihnen ein wunderschönes und erholsames Wochenende zu wünschen. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind.